Hallo liebe Film-Community und hallo an alle Fans von den drei Herren vom Film. Das ist ein kleines Special-Video, was ich mal eben zwischendurch drehe, weil ich halt eine bestimmte Sache nicht unter den Tisch fallen lassen möchte. Wir haben immer noch ein bisschen, da sind wir ganz ehrlich, teilweise mit technischen Problemen bei unserem Equipment zu kämpfen. Wir sind noch lange nicht auf dem Stand, auf dem wir vielleicht irgendwann mal sein wollen. Wir haben ab und zu Tonprobleme, wir haben ab und zu Bildprobleme. Und wie ihr seht, gerade auch meine Solo-Videos laufen immer noch über eine ziemlich bescheidene Kamera. Aber ich sage mir immer, lieber ein einigermaßen qualitativ minderwertiges Video als gar kein Video. Also ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß an meinen Videos, auch wenn sie qualitativ natürlich nicht so der absolute Burner sind. Aber ich denke, der Inhalt macht's und ich hoffe, ihr habt Spaß. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr kennt mit Sicherheit schon unseren Special Effect, den wir eingeführt haben, unseren Old School Special Effect. Den habe ich jetzt leider nicht hier. Ich mache ansatzweise die drei Herren vom Film Bombe. Ja. Die haben wir jetzt erweitert. Nur der erste Einsatz dieses neuen Special Effects ist leider auch einem technischen Problem zum Opfer gefallen. Und aus diesem Grund möchten wir euch jetzt hier an dieser Stelle kurz unseren neuen Special Effect, die erweiterte drei Herren vom Film Bombe, vorstellen. In der Urfassung, wie es geplant war. Wie gesagt, das gesamte Video können wir leider nicht zeigen, weil der Ton danach irgendwann versagte. Und deswegen haben wir jetzt die Präsentation des neuen Effekts einfach da rausgeschnitten, weil wir euch diesen ersten Einsatz unseres neuen Gimmicks natürlich nicht vorenthalten wollten. Fernsehfans werden sofort feststellen, wo wir diese Idee geklaut haben. Ist uns aber auch egal. Wir finden es gut und wir finden es lustig. Hier ist der neue Special Effekt, den ihr demnächst bei vielen Unpacking-Videos der drei Herren vom Film sehen werdet. Bitteschön. Ja. Und zwar habe ich mir die Peter Jackson Collection bestellt mit den geilen Filmen von Bad Taste in der Special Edition, Meet the Feebles in der Special Edition und Branded Dead Alive. Jetzt aber. Jetzt kommen alle drei zum Einsatz. Aber dazu kann man nur sagen, ich halte fest, Bombe, extra, Zerstörung! Nein. Alle drei. Volle Punktzahl.